Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin ein bisschen spät dran und zwar würde ich euch gerne noch die Neuerscheinungen in diesem Monat vorstellen und es wird lang. Macht es euch gemütlich, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück. Ich möchte euch gerne 25 Bücher vorstellen, die jetzt im August erscheinen und das macht mich fertig. Der August ist wirklich. Ja, es geht morgen schon los. Schon alleine morgen erscheinen 5 Bücher. Ich hoffe, ich kriege euch das noch alles geschnitten und hochgeladen, dass ihr das morgen dann pünktlich gucken könnt oder heute Abend am besten noch. Es ist mir einfach viel zu warm, deswegen habe ich so eine hübsche Frisur heute und sehe sehr seltsam aus heute. Ja, ich fange jetzt einfach an. Ich werde zu den Teilen, die eine Reihe sind, nicht viel sagen, damit wir uns alle nicht spoilern, falls wir die Reihen noch nicht kennen. Und ja, als erstes Buch erscheint morgen der 11. Teil der Hunter und Garcia-Reihe von Chris Carter mit dem Titel Bluthölle. Ja, die Reihe habe ich, wie gesagt, noch nicht angefangen. Ich habe den ersten Teil hier stehen. Kruzifix Killer ist ja der erste Band. Und ja, irgendwie hat es mich bis jetzt noch nicht richtig zu dem Buch hingezogen. Aber ich möchte diese Reihe irgendwann gerne, gerne beginnen und hoffe, dass ich dann irgendwann so weit gerate, dass ich auf dem aktuellen Stand bin und immer dem neuen Teil entgegenfiebern kann. Ich hoffe, dass die mich nochmal so richtig catcht, diese Reihe. Dann erscheint ebenfalls morgen von Gabriella Engelmann Zauberblütenzeit. Das ist der 3. Band von der Altes Land-Reihe. Der erste Band ist eine Villa zum Verlieben und der zweite Band ist Apfelblütenzauber. Und in Zauberblütenzeit geht es um ein Mädelswochenende in Hamburg, wo sich die Protagonisten aus den ersten beiden Bänden treffen. Und über ihre Probleme sprechen. Also so ein richtiger Frauenroman, würde ich mal sagen, der sich aber schon spannend anhört. Und ja, ich möchte da auch gerne dann mit den ersten Büchern beginnen. Ich habe schon ein paar Bücher von der Autorin da. Weiß jetzt gar nicht, ob da Altes Land und Apfelblütenzauber dabei sind. Müsste ich mir noch mal genauer angucken. Ja, klingt auf jeden Fall total gut und wird mal vorgemerkt, beziehungsweise den 3. Teil werde ich mir jetzt nicht auf die Wunschliste packen, wenn ich die ersten nicht kenne, aber wird im Hinterkopf behalten. So, dann erscheint auch morgen der 2. Band der Bedford-Reihe von Sarah Stankewitz. Lovely Mistake heißt das. Den ersten Band, Perfectly Broken, habe ich hier oben liegen. Den wollte ich mal ganz gerne dringend bald lesen, weil der so gut klang. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es in dem 2. Band nochmal um dieselbe Protagonistin geht. Deswegen möchte ich euch jetzt da auch den Klappentext nicht lesen, weil ich nicht weiß, ob es andere Protagonisten sind oder ob es mit den gleichen weitergeht. Das wäre ja doof, wenn wir uns jetzt spoilern, aber die Bücher klingen sehr, sehr gut von ihr und auch der erste Band, der klingt irgendwie total spannend und da freue ich mich drauf. Dann erscheint auch morgen von Sebastian Fitzek Fische, die auf Bäume klettern im Taschenbuchformat. Und da geht es ja darum, dass Sebastian Fitzek ein Buch für seine Kinder geschrieben hat und alle Dinge, die er seinen Kindern mit auf dem Lebensweg geben möchte, alle Ratschläge quasi in diesem Buch verpackt hat. Und das Ganze auf eine liebevolle und witzige Weise. Und ja, das Buch steht auf der Wunschliste und das möchte ich irgendwann auch gerne lesen, weil ich mir das auch sehr tiefgründig dann dadurch vorstelle. So, und dann erscheint noch ein 2. Band morgen und zwar von Jenny Colgan, der 2. Band der Happy Ever After-Reihe. Und der Titel ist Wo dich das Leben anlächelt. Der erste Band habe ich auch hier stehen, wo das Glück zu Hause ist. Da geht es ja um die Protagonistin, die mit diesem Bücherbus durch Schottland fährt, was sich total schön anhört, was ich aber noch nicht gelesen habe. Und dazu erscheint jetzt der 2. Band.
Und da lese ich euch nur mal den Anfang vor, weil ich da auch nicht weiß, ob es um die gleiche Protagonisten geht. Und zwar in ihrem zauberhaften Sommerroman Happy Ever After, wo dich das Leben anlächelt, erzählt Spiegel-Bestsellerin Autorin Jenny Colgan von wahrer Freundschaft, Liebe, Zusammengehörigkeitsgefühl und dem Glück. Und dem Glück, ein Leser zu sein. Genau, wie schon im ersten Band der Happy Ever After-Reihe bilden auch hier die wildromantischen schottischen Highlands den Schauplatz für einen warmherzigen Wohlfühlroman. Genau, und ich finde, das klingt gemütlich, das klingt aber auch irgendwie nach Buch. Was gut Richtung Herbst passt. Also ich werde mir das Buch, den ersten Band für den Herbst aufheben und werde dann entscheiden, ob ich da gerne weiterlesen möchte oder nicht. Genau. Dann geht es weiter. Am 10.8. erscheint der 10. Teil der Nils-Trojan-Reihe von Max Bento, der Mondscheinmann. Das sieht total gruselig aus vom Cover, finde ich. Und von Nils Trojan habe ich auch noch, das ist ja der erste Band, ist der Federmann, glaube ich. Das habe ich auch noch nicht angefangen, ist aber auch eine Reihe, die ich auf dem Schirm habe und die ich euch gerne weiter hier vorstellen möchte, immer wenn weitere Bände erscheinen, weil ich da auch gerne irgendwann mal mit dem ersten Band starten möchte. Und dann erscheint ebenfalls am 10.8. der neue Stephen King, Blutige Nachrichten. Und das kann man, glaube ich, als fünften Teil der Mr. Mercedes-Reihe sehen. Also nach der Mr. Mercedes-Reihe ging es ja weiter mit der Outsider, der ja auch schon Protagonisten aus diesen Bänden aufgreift. Und auch das neue Buch von ihm, Blutige Nachrichten, hat wohl mit Protagonisten aus dem ersten Band zu tun. Genau. Ich kann euch hier mal eben den Klappentext vorlesen. In der Vorweihnachtszeit richtet eine Paketbombe an einer Schule nahe Pittsburgh ein Massaker an. Kinder sterben. Holly Gibney verfolgt die furchtbaren Nachrichten im Fernsehen. Der Reporter vor Ort erinnert sie an den gestaltwanderischen Outsider, den sie glaubt, vor nicht allzu langer Zeit zur Strecke gebracht zu haben. Ist jene monströse, sich vor Furcht nähernde Kreatur wiedererwacht? Die titelgebende Geschichte Blutige Nachrichten, eine Standalone-Fortsetzung der Bestseller Der Outsider, ist nur einer von vier Kurzromanen in Stephen Kings neuer Kollektion, die uns an fürchterliche wie faszinierende Orte entführt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wenn hier steht Kurzgeschichte. Oh, 560 Seiten. Ich habe nämlich gedacht, das Buch sah jetzt gar nicht so furchtbar dünn aus. Aber gut. Ja, finde ich, klingt total spannend. Ich müsste da mal dringend weitermachen. Ich habe ja mit Mr. Mercedes den ersten Band habe ich gelesen und Finderlohn habe ich gehört. Und jetzt müsste ich weitermachen mit Mind Control. Und der Outsider, den habe ich ja auch schon seit letztem Jahr Muttertag hier stehen. Deswegen ist Blutige Nachrichten ein Buch, was nicht sofort hier einziehen wird, was aber auf dem Schirm gehalten wird. So, jetzt kommt ein Buch, das habe ich mir bereits vorbestellt. Und zwar erscheint am 12.8. von Ursula Poznanski Kryptos. Und wenn ihr da Lust drauf habt, ich mache da jetzt schon mal eine kleine Ankündigung. Die Steffi vom Buchschnack und ich, wir haben den September als Poznanski-Monat herauserkoren und werden im September vier Poznanski-Bücher lesen. Die werden wir euch noch in separaten Videos mitteilen, um welche Bücher es sich dort handelt. Da könnt ihr gerne im September mitlesen für euch. Und im Oktober werden wir dann vier Hangouts starten zu den einzelnen Büchern von Ursula Poznanski. Und ihr könnt gerne in diesen Hangouts mit uns in den Austausch zu diesen Büchern gehen. So.
Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir Kryptos gerne in den Poznanski-Monat mit aufnehmen möchten, weil das natürlich total hervorragend passt. Ja, und da möchte ich euch auch eben mal den Klappentext vorlesen, weil der auch einfach so gut klingt. Und ich glaube, dass wir uns da im Hangout echt viel austauschen können. Und zwar, Carrybrook ist Janas Lieblingswelt. Ein idyllisches Fischerdorf mit viel Grün und geduckten Häuschen. Es gibt Schafe, gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind. Manchmal lässt Jana es regnen. Meistens dann, wenn es an ihrem Arbeitsplatz mal wieder so heiß ist. Dass sie kaum mehr atmen kann. Jana ist Weltendesignerin. An ihrer Designstation entstehen alternative Realitäten, die sich so echt anfühlen wie das reale Leben. Fantasyländer, Urzeit, Kontinente, längst zerstörte Städte. Aber dann passiert ausgerechnet in Carrybrook, der friedlichsten Welt von allen, ein spektakuläres Verbrechen und Jana ist gezwungen zu handeln. Extrem spannend, beklemmend aktuell. Und da geht's halt um das Klimageschehen und ist wohl sehr gesellschaftskritisch auch. Und da freue ich mich schon drauf, ist wie gesagt vorbestellt und wird dann im August auch hier eintrudeln. Dann erscheint am 13.8. von Rainer Wegwerth der zweite Band von Beast Mode, der heißt Gegen die Zeit. Den ersten Band habe ich hier stehen. Somit ist das auch noch kein Kandidat für mich, der hier direkt einziehen wird, weil ich erstmal den ersten Band lesen möchte. Ich würde euch den zeigen, wenn ich ihn jetzt gerade sehen würde. egal, ich blende euch den zweiten hier ein. Da weiß ich aber, dass die Geschichte halt genau weitergeht, wo sie im ersten Teil aufhört. Und deswegen möchte ich euch da jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Ich finde, die Reihe klingt total gut und sieht total schön aus vom Cover her. Und da freue ich mich auch schon drauf und hoffe auch, dass mir da der erste Teil gefallen wird. Dann am 17.8. erscheint der 39. Teil der Eve Dallas-Reihe von G-Day Rob, so tödlich wie die Liebe. Auch hier ist es so, dass ich vereinzelt Bücher schon hier stehen habe. Das ist ja ein Pseudonym von Nora Roberts und ich würde es gerne mal mit diesen Sexy Crime ausprobieren. Jetzt muss ich mal schnell den Akku anschrauben. Dass ihr mir jetzt hier nicht ausgeht. Auf jeden Fall deswegen auch kein Buch, was bei mir sofort... Das ist jetzt natürlich eine sehr tolle Perspektive für euch. Was bei mir sofort einziehen wird. Was aber mit hier reingehört, weil ich die Reihe irgendwo auf dem Schirm habe. Jetzt seht ihr ein bisschen anders aus. Ich musste euch ein bisschen höher setzen, damit der Akku laden kann. Genau. So, dann erscheint ebenfalls am 17.8. ein Buch als Taschenbuch von Matthias Edvardsson, Die Lüge. Das gab es bis jetzt nur als broschierte Ausgabe und erscheint am 17.8. im Taschenbuchformat. Da geht es um Adam, Ulrika und Stella, die eine ganz normale Familie sind. Adam ist Pfarrer, Ulrika Anwältin und Stella ist die rebellische Tochter. Kurz nach ihrem 19. Geburtstag wird ein Mann erstochen aufgefunden und Stella als Mordverdächtige verhaftet. Doch woher hätte sie den undurchsichtigen und wesentlich älteren Geschäftsmann kennen sollen? Und vor allem, welche Gründe könnte sie gehabt haben, ihn zu töten? Jetzt müssen Adam und Ulrika sich fragen, wie gut sie ihr eigenes Kind wirklich kennen und wie weit sie gehen würden, um es zu beschützen. Ja, das klingt nach einem total coolen Thriller. Es ist nur als Roman deklariert, deswegen weiß ich nicht, wenn man sich einen Thriller vorstellt, hat man vielleicht zu hohe Erwartungen. Aber es klingt auf jeden Fall total gut und hat auch irgendwie sowas mit familiäre Abgründe so zu tun, ne? Was steckt da jetzt hinter dieser Tochter? Und um Geheimnisse. Das finde ich klingt total gut. Dann erscheint Band Nummer 8 der Vespasian-Reihe von Robert Fabry, Das ewige Feuer. Und da habe ich den ersten Teil ja schon gelesen und habe bis jetzt noch nicht weitergemacht. Und ich fand den so gut. Da sind wir ja im sehr frühen Rom und
begleiten den jungen Vespasian auf seinem Weg und mit seinem Bruder Sabinus und seiner Familie ja, im alten Rom beziehungsweise Griechenland auch. Und das hat mir total gut gefallen. Der Schreibstil war super, die Story ist interessant und da möchte ich unbedingt weitermachen. Die Bände gibt es auch zum Teil bei Spotify zu hören. Ich weiß nicht, bis zum wievielten Band sie mittlerweile da sind. Da werde ich auf jeden Fall mal weitermachen, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann erscheint am 20.08. ebenfalls ein zweiter Band von Markus Heitz, von Die Meisterin. Spiegel und Schatten heißt das Ganze und das ist auch, das baut direkt auf Band 1 auf. Das ist ja die neue Fantasy-Reihe von Markus Heitz und auch da freue ich mich schon mega drauf und auch da habe ich die Meisterin der Beginn schon hier unten stehen und müsste da eigentlich mal ganz dringend reinlesen, um zu wissen, ob Band 2 hier einziehen darf. Dann erscheint am 21.08. von Anne Freitag aus Schwarzem Wasser. Und das ist ein Thriller von Anne Freitag im DTV Bold Verlag. Da lese ich euch mal eben den Klappentext vor. Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und verbirgt eine tödliche Bedrohung. Ohne zu bremsen rast die Innenministerin Dr. Patricia Kohlbeck mit ihrem Dienstwagen in die Spree. Mit dabei ihre Tochter Maya. Du kannst niemanden trauen, sie stecken alle mit drin, ist das Letzte, was sie zu ihrer Tochter sagt, bevor sie ertrinkt. Auch Maya stirbt, wacht jedoch wenige Stunden später unversehrt in einem Leichensack im Krankenhaus wieder auf. Wie ist das möglich? Während Maya versucht, Antworten zu finden, ereignet sich eine verheerende Naturkatastrophe nach der anderen. Und gegen ihren Willen gerät sie in einen Konflikt aus Lügen, Intrigen und Machtkämpfen, dessen Folgen fatale Ausmaße annehmen. Boah, das klingt total gut, das klingt total gesellschaftskritisch, das klingt nach, ja, aktuellem Weltgeschehen und das Ganze verpackt in einem Thriller klingt total gut, wandert auf jeden Fall auf die Wunschliste und wird auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe von Anne Freitag noch zwei Bücher, glaube ich, auf dem Sub, ein oder zwei Bücher. Ja, und möchte, ja, zwei Bücher, genau. Ich habe von Kali das Gegenteil von Hasen. Das Gegenteil von Hasen ertauscht und genau, möchte da erstmal die beiden lesen, die ich auf dem Sub habe, aber das ist ein Buch, das kommt auf die Merkliste und das wird im Auge behalten. Am 24.08. erscheint ein neuer Roman von Harlan Coben und zwar Der Junge aus dem Wald. Und da geht es um den kleinen Wild, der im Wald gefunden wird, ganz alleine und ohne Erinnerungen. Und dann setzt man 30 Jahre später an. Da hat Wild sich dann ein Leben aufgebaut, wenn auch als Außenseiter. Er lebt sehr zurückgezogen, ist aber Privatdetektiv und auch wohl ein sehr angesehener und wird deshalb in einen Fall mit reingezogen, in der die junge Naomi Pine verschwindet. Ja, die Staatsanwaltschaft bittet ihn dann, den Wild, dann um Hilfe. Und ja, er muss dann raus aus seinem Schneckenhaus, rein in eine Welt, von der er sich eigentlich gerne fernhalten möchte. Und zwar in die Welt, da fährt gerade ein Motorrad, und zwar in die Welt der Reichen und Schönen. Und ja, hier steht jetzt der Mächtigen und Unantastbaren, die nicht nur Naomis Schicksal in den Händen zu halten scheinen. Und das klingt auch wieder total spannend. Und Harlan Coben konnte mich mit zwei Geschichten schon richtig überzeugen. Und das hört sich wieder nach einer an, die es schaffen könnte. Genau. So, dann erscheint am 26.08. der erste
Teil einer Kinderbuchreihe und zwar von Waterland von Dan Jolley, Aufbruch in die Tiefe. Und da geht es um eine Zukunft, in der die Erde vom Meer überspült wird und die Menschen sich in einen gigantischen Turm flüchten. Und ähnlich wie in Beautiful Liars ist es so, dass die privilegiertesten Menschen ganz oben leben und somit am geschütztesten vor den Fluten sind. Jetzt kommt es so, dass Jakob und sein Bruder Tristan zu den Privilegierten gehören und ganz oben im Turm wohnen. Aber eines Tages findet ein Überfall statt und Tristan wird entführt. Und jetzt ist halt die Frage, ob das zwielichtige Flutvolk hinter diesem Attentat steckt. Und ja, zusammen mit seinen zahmen Seelöwen King und Haley, einem Flutvolk-Mädchen, begibt Jakob sich auf die gefährliche Suche, die in eine tiefblaue Welt voller Geheimnisse, faszinierender Wesen und überraschender Wahrheiten führt. Ja, und ich glaube, das wird eine zweiteilige Reihe und ja, ist als Wasser-Fantasy-Saga angekündigt und klingt total spannend und mal nach was ganz anderem nochmal. Ebenfalls am 26.08. erscheint von Mikkel Robran Hidden Worlds, der Kompass im Nebel, und der Klappentext, der klingt so gut. Ein packendes Urban-Fantasy-Abenteuer über den Kampf zwischen der Inquisition und den letzten verbliebenen magischen Wesen in unserer Welt. Der Kirche war es vor vielen Jahren gelungen, das Portal nach Avalon zu schließen. Elfen, Zwerge und andere Wesen strandeten in unserer Welt. Elliot Craig, Anfang 20 und wohnhaft in Edinburgh, taucht in der Welt des Merlin Centers ein, einem Kaufhaus für alles Fantastische, als er auf Informationen über einen Kompass nach Avalon stößt, beschließt er, das Geheimnis um die sagenumwobene Insel zu entschlüsseln. Und das klingt so gut, finde ich. Ja, das kommt auf jeden Fall auf die Wunschliste. Das mache ich direkt mal. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ja, und wird auch angeschafft, um zu lesen. Vielleicht nicht direkt jetzt im August, mal gucken. Ja, kommt drauf an, wie ich zum Büchershoppen lustig bin. Und ja, oder ob ich noch warten kann. Das ist eine Urban Fantasy Abenteuer. Da habe ich ja eigentlich auch noch ein paar Titel hier, die eigentlich mal Vorrang hätten. Aber ja, wie das manchmal so ist, ne? Dann erscheint im Fester Pulp Legend in der Serie, die ich ja abonniert habe, von Michael McDowell, Cold Moon Over Babylon. Und da geht es um die ruhige kleine Stadt Babylon in Alabama und dort wütet seit Monaten ein Mörder. Evelyn Larkin wartet darauf, dass ihre Enkelin nach Hause kommt, doch Margaret wird es nie über die Brücke zum Haus ihrer Großmutter schaffen. Ups, ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Die 14-Jährige wird missbraucht und ihre Leiche in den Styx River geworfen, gefesselt an ihr eigenes Fahrrad. Erneut benutzt der Mörder den Fluss, um alle Beweise zu versenken. Aber der Styx River ist die Quelle einer übernatürlichen Kraft. Und je mehr Unschuldige an seinen Grund ruhen, umso stärker wird sie. Im kühlen Wasser nimmt langsam eine sich verändernde, fast menschliche Gestaltform an. Und wenn der Vollmond über Babylon aufgeht, fordert der Fluss schreckliche Sühne. Der zweite Roman von Michael McDonald, dem Meister des Thousand Gothic Horrors. Ja, finde ich, klingt total gut. Wie so eine Horrorgeschichte von früher, die wir uns heimlich angeguckt haben, wenn Mama und Papa es nicht mitbekommen haben. Und da freue ich mich sehr drauf. Das Buch wird mir dann automatisch zugeschickt, weil ich diese Reihe jetzt abonniert habe. Und da freue ich mich schon sehr drauf. So. Am 28.08. erscheint von Sabine Martin Das Schicksal der Henkerin. Und hier geht es um die ehemalige
Henkerin Melisande. Das Ganze spielt 1340 und Melisande wird oder erreicht einen Hilferuf eines Mannes, der behauptet, ihr Bruder zu sein. Das kann aber eigentlich gar nicht sein, weil ihr Bruder wurde ermordet und Melisande hat damals den Mörder ihres Bruders selbst hingerichtet als Henkerin. Jetzt geht sie dem Ganzen auf die Spur, denn ihr angeblicher Bruder sitzt unschuldig im Kerker und nur sie kann ihn da rausholen. Ja, kurz entschlossen reist Melisande dann dorthin nach Esslingen und tappt in eine Falle. Genau. Ja, und das klingt auch total spannend. Ich weiß auch nicht, warum da geschrieben steht, die ehemalige Henkerin, warum sie das Ganze dran gegeben hat und was es jetzt da mit ihrem ominösen angeblichen Bruder auf sich hat. Ich finde, das klingt nach einer echt spannenden Geschichte und ja, wandert auch auf die Wunschliste, falls es mir nach dieser Art Geschichte ist und ich Bock auf einen historischen Roman habe. So, dann erscheint am 29.08. von Elena Ferrante, das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Und der Titel, der spricht mich so an. Ich lese euch mal eben vor, worum es hier geht. Neapel in den 90ern. Giovanna ist 13 Jahre alt, die Vorzeigetochter kultivierter Mittelschichtlern, eine strebsame Schülerin. Doch plötzlich verändert sich alles. Ihr Körper, ihre Stimmung, die Noten brechen ein und immer öfter gerät sie mit ihren Eltern aneinander. Zufällig kommt Giovanna die Vorgeschichte ihres Vaters auf die Spur, der aus einem ganz anderen Neapel stammt, einem leidenschaftlichen, vulgären Neapel. Dort treibt sie sich herum, aber die Geheimnisse, auf die sie da stößt, verstören sie. Und als sie bei einem Abendessen bemerkt, wie ein Freund der Familie unterm Esstisch zärtlich die Füße ihrer Mutter streift, verliert sie vollends die Fassung. Denn wem kann sie überhaupt noch trauen? Und was soll ihr Halt geben? Oder ist sie selber bereits unrettbar verwoben in dieses lügenhafte Leben der Erwachsenen? Und ja, das spricht mich total an, weil wir Erwachsenen oft glauben, dass wir den Kindern etwas vorenthalten können, was aber gar nicht so ist, weil Kinder viel, viel mehr mitkriegen, als wir denken. Und ja, was das mit Kindern macht, wenn man nicht offen mit denen ist und wenn man denen was verheimlicht. Ich glaube, darum geht es hier in diesem Buch. Ja, und da, ja, das interessiert mich so sehr, dass ich es auf die Wunschliste packe und dann mal abwarten werde. Das ist ja auch die Autorin von der neapolitanischen Saga. Da habe ich den ersten Band auf dem Sub, habe mich noch nicht rangetraut, weil die Meinungen sehr zwiespaltig sind. Möchte ich aber unbedingt auch mal anlesen und mal gucken, wie es mir mit dieser Geschichte geht. So, und jetzt kommen wir noch zum 31.08. und da ist nochmal ordentlich was los. Da sind es nochmal 5 Titel. Und zwar habe ich entdeckt, dass Tobias Schlegel ein Buch geschrieben hat. Und Tobias Schlegel ist so ein bisschen auch mein Jugendschwarm, weil damals diese ganzen Jugendfilme, die ich so geguckt habe, da hat auch fast immer Tobias Schlegel eine Rolle gespielt. Und zwar heißt sein Buch Schockraum. Ich lese euch da auch mal eben den Klappentext vor. Irgendetwas stimmt nicht im Leben von Notfallsanitäter Kim. Zwischen Nachtschichten und 12-Stunden-Diensten fühlt er sich wie betäubt, ist ängstlich und macht Fehler. Seine Beziehung zu Marie geht in die Brüche. Erst mit der Zeit wird Kim klar, dass all seine Probleme mit einem traumatischen Einsatz zu tun haben. Als sein bester Freund Benny ihm auf einem Roadtrip ans Meer mitnimmt, bietet sich Kim ein unverhoffter Ausweg und er spürt,
dass er sich endlich seinen Ängsten stellen muss. Mitreißend und temporeich erzählt Tobias Schlegel von einem, der in einem überlebenswichtigen Beruf plötzlich selbst ums Überleben kämpft. Und ja, ich finde, das klingt total gut, das spricht mich total an. Das kommt auf die Wunschliste und da bin ich dann auch mal sehr gespannt, wie sein Debütroman ist, wie sein Schreibstil ist und was für Gedanken er hier verwoben hat und was er uns da mit seiner Geschichte erzählen möchte. Dann erscheint ebenfalls am 31. von Petra Hammersfahr Nach dem Feuer. Und auch hier würde ich euch mal eben gerne vorlesen, um was es geht. Wer ist der Junge, der sich schwer verletzt aus einem brennenden Wohnmobil retten konnte? Warum verschweigt er seinen Namen? Welches schreckliche Geheimnis versucht er zu verbergen? Hauptkommissarin Rita Voss weiß bei den Befragungen bald nicht mehr, wo sie mit einem geistig zurückgebliebenen Jugendlichen oder mit einem hochintelligenten Schauspieler spricht. Ob sie, ne? Sie sucht Rat bei ihrem früheren Vorgesetzten Amo Klinkhammer, der kurz darauf begreifen muss, wer der Junge ist. Der Sohn einer Frau, die ihren Mann vor 8 Jahren beschuldigte, sich der eigenen Tochter, an der eigenen Tochter vergangen zu haben. Oh Mann, oh, oh. So. Der Mann verschwand daraufhin. Nun wurde die Frau auf bestialische Weise umgebracht. Wer ist ihr Mörder? Der Mann oder der Sohn? Und das klingt so eindringlich und ich bin auch hier wieder erstaunt, dass das nur als Roman deklariert ist. Das heißt, das ist ja dann eher eine langsame Erzählart, aber ich finde trotzdem, dass das so gut klingt und so spannend. Und ja, man will am liebsten sofort sich damit auf den Weg machen und rausfinden, was da eigentlich hinter dieser Familie steckt. Klingt auf jeden Fall nach sehr viel Drama und sehr viel Schlimmen, was die Kinder da mitmachen mussten. Dann erscheint noch von Ambrose Perry die Tinktur des Todes. Und zwar ist das Band 1 der Morde von Edinburgh. Das spielt 1847 und es geht um eine brutale Mordserie an jungen Frauen. Ja, alle Frauen sterben auf die gleiche schlimme Weise und wir begleiten hier unseren jungen Protagonisten Will Raven, der als Medizinstudent sich dem Geburtshelfer Dr. Simpson anschließt und der regelmäßig in seinem Haus bahnbrechende Experimente mit Betäubungsmittel durchführt. Ja, und sowas finde ich immer erschreckend und anziehend zugleich. Das ist so dieser Unfalleffekt bei mir. Das sind so Sachen, das finde ich immer ganz fürchterlich, wenn über diese junge Medizin berichtet wird und was da alles abging. Aber ich muss das trotzdem lesen, weil mich das so fasziniert und ja, ich das auch so spannend finde. Und deswegen ist das ein Buch, was auch auf die Wunschliste kommt. Das erscheint im Pendo Verlag, genau, und ich finde, das klingt echt gut und wenn das so ein bisschen die Atmosphäre wie bei Robert McCammon und der Hexe ist, dann ist das auch eine Reihe, die ich sehr, sehr gerne weiter verfolgen möchte und ja, wo ich dann auch auf die weiteren Teile hinfiebern werde, genau. Und ich finde, das ist eine Reihe, die auch sehr schön in diese Herbstzeit passt irgendwie. Mit diesem, das ist schon immer für mich irgendwie unterschwelliger Grusel bis Horror, je nachdem, wie intensiv das beschrieben wird. So, dann noch ein Buch, was im Blessing Verlag erscheint, und zwar von André Hille, Das Rauschen der Nacht. Und hier geht es um eine ganz normale Klischee-Familie, will ich mal sagen. Und zwar Jonas und Birte, die glücklich sind, die ein Haus auf dem Land haben, 2 fröhliche Kinder und die sehr liebevoll miteinander umgehen. Dann treten aber erste Schäden am Haus auf und das Start-up-Unternehmen von Jonas kriselt und dann geht es halt um die Angst
vor dem Absturz, um die Angst vor dem Scheitern. Und es geht wohl auch um die Entscheidung zwischen Stadt und Land und über die Liebe nach 10 Jahren und um die Entwicklung in einer Ehe. Und ja, das spricht mich irgendwie an. Ich finde, das klingt total spannend und verdient mal einen Blick mehr. Es klingt auch so ein bisschen nach so einem Alltagsroman, der sich mit Problemen beschäftigt, die wir irgendwo alle haben, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn sowas dann auch mal aufgegriffen wird und ja, man darüber lesen kann. Und das ist dann auch irgendwo mal so beruhigend, dass es nicht nur bei einem selbst so ist, sondern dass es eigentlich allen auf kurz oder lang so geht. Und deswegen sprechen mich solche Bücher auch sehr an und machen mich neugierig. Und ich finde es auch sehr interessant, dass es mal aus der Sicht von einem Mann geschrieben ist, weil meistens wollte ich sagen, schreiben ja doch eher Frauen über diese Thematik. So, und als letzte Neuerscheinung möchte ich euch noch gerne von Emma Flint In der Hitze eines Sommers vorstellen. Und das ist ein Buch, das spricht mich auch total an. Hier geht es um einen Sommer 1965 und die alleinerziehende Ruth Malone findet das Zimmer ihrer beiden Kinder leer vor. Das Fenster steht sperrangelweit offen und die Kinder sind weg. Schnell wird Ruths eigenwilliger Lebensstil und ihre seltsame Art, sich zu kleiden und die Gerüchte aus der Nachbarschaft Anlass, dass die Polizei einfache Schlüsse zieht und dadurch ja, die Ermittlungen in eine ganz andere Richtung gehen, als dass Ruth sich das gewünscht hat. Und ja, das ist wohl ein sehr gesellschaftskritischer Roman. So, und dann bekommen wir die Story auch noch von dem Boulevardreporter Pete Wanicke mit. Ich hoffe, das spricht man so aus. Und für ihn ist dieser Fall erstmal eine Mega-Story und er ist da Feuer und Flamme zu berichten. Und je mehr er dann sich mit dieser Thematik beschäftigt und sich mit Ruth und ihrer Familie beschäftigt, umso mehr glaubt er, dass da ein falsches Spiel getrieben wird und ja, fängt an den Machenschaften der Polizei zu zweifeln. Und er glaubt auch an dem zu zweifeln, oder nein, und er beginnt an dem zu zweifeln, was er geglaubt hat. So. Und ich finde, das klingt so gut. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, in was für eine Richtung es geht. Das wird eine broschierte Ausgabe sein, für 16,99. Ja, und das Cover sieht sehr cool aus. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was Ruth für eine Person ist. Das scheint eine sehr interessante Persönlichkeit zu sein. Und ja, hier steht auch noch irgendwie sowas, stets perfekt geschminkt, die Kontakte zu Männern. Also eine Frau, über die man redet und eine Frau, über die man sich vorschnell ein Urteil bildet. Und das ist immer gefährlich, egal über wen und über was. Es ist immer gefährlich, sich vorschnell Urteile zu bilden und so ein Schubladendenken zu geraten. Und deswegen spricht mich das Buch sehr, sehr an und ja, verspricht eine sehr spannende Story. Genau. Das war es jetzt. Das waren die 25 Bücher, die ich euch gerne zeigen wollte. Was davon steht auf eurer Wunschliste? Welche Bücher davon habt ihr vor zu kaufen? Ist mir vielleicht noch was Wichtiges da durchgegangen, was ihr mir vielleicht gerne ans Herz legen wollt? Und ja, ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar Bücher vorstellen und euch auf ein paar Titel neugierig machen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann!